Mission complete. The Ocean Blue ist die nächste Mission. Das war dann nochmal in der Advance-Kampagne, da war irgendwas Blödes. Aber das sehe ich gleich wieder. Ach ja. So viele Schlachtschiffe. Ich mag Seeschlachten nicht. Ich bin gerade am Überlegen, mit welchem Co. ich das angehe, beziehungsweise mit welchen zwei Co.s. Zum einen wird sich Kanbei hier wieder anbieten, einfach wegen seinem Universalboost, den er hier wieder ohne Nachteil ausnutzen kann. Zum anderen wäre allerdings auch Grid eine interessante Option, weil ich hier doch ein paar Fernwaffen habe. Gut. Es sind drei. Okay, vier, wenn man die Artillerie hier noch dazu zählt, die sich da hinter dem Hauptquartier versteckt. Es ist allerdings ein ziemlich fernwaffenlastiger Kampf. Ich mag es aber nicht unbedingt so mit Grid zu spielen, einfach wegen seiner enormen Schwäche auf allem, was nicht Fernwaffen ist. Ich spiele es, glaube ich, mit Kanbei. Ich könnte es natürlich auch mit Drake spielen. Die Sache ist im Moment, wer taggt gut mit Drake? Nur Eagle, ja. Eagle kann ich in der Schlacht fast gar nicht brauchen. Seine Seeeinheiten sind ein bisschen unbrauchbar. Ich kann natürlich auch eine Non-Tech-Kombination machen. Aber ich glaube, ich lasse da wieder den Emperor an die Reihe. Es wird schon gehen. Mal, wenn es schon wieder immer wieder so anfängt. Was nehme ich denn da noch mit? Okay, das Schlachtschiff reicht bis dahin. Größter Vorteil. Oh, ich hätte hier sogar ihn verwenden können. Ich habe ja zwei Flieger. Na gut. Die Battlecopter werde ich aber auch gut verwenden müssen. So. Mein großes Problem ist, dass er wirklich zwei, also dass sie zwei Schlachtschiffe hat und nicht nur eins. Ich glaube, momentan ist es echt das Beste, wenn ich einfach mal kurz abwarte. Er ist sicher schön hingestellt. Nur mal so als Frage, wie viel Schaden macht das?
75%. Stellen, ohne dass er mir das Ding gleich abschießt. Was ich aber machen kann, ist das hier. Wenn ich seine Kreuzer da weglocken kann, dann könnte es vielleicht funktionieren. Verzwickte Lage, wie man es dreht und wendet. Ach Gott, das ist ja auch noch da. Vergessen, dass der auch noch sein U-Boot hat. Aber gut, jetzt können wir engagen. Ich hab schon was vor. Er geht erst aufs U-Boot. Interessant. Er lässt mir meine Fliege am Leben. Das finde ich sehr, sehr nett von ihm. Überlegen, ob ich mit Samurai Spirit gerade an Land gehen soll. Ich glaube, den Spaß hebe ich mir ein klein wenig auf. Moment, wie viel Schaden macht denn einer? 27% ist ein klein bisschen wenig. Mal so. Ja, jetzt können wir sie wegmachen.
Kämpfen. Ich weiß noch nicht. Aber machen wir's mal. Also dann geben wir ihm mal den Killshot. Ich kill ihn zwar noch nicht in dieser Runde, aber das hier wird's auslösen. Es erlaubt es mir nämlich, hier sicher an Land zu gehen. Wirklich was tot. Oh, Neotank schon nicht mehr sparen können. Stimmt, der steht auf dem Hauptquartier. Ich glaube, es ist erstmal sicherer, wenn ich das Ding hier kaputt schieße. Bevor mir das Ding noch untergeht. Deswegen macht er keinen Schaden mehr. Er hat keine Muni. Ach komm, für die letzte Runde können wir genauso Sonja nochmal ranlassen. Run Tactics. Und damit wir ihre Super auch nochmal gesehen haben. Counter Break. Die darf es mit einer Mech-Einheit beenden. Ach, jetzt kommt diese schöne Kriegsnebel-Mission. An die erinnere ich mich doch auch noch ganz gut. Nur, dass hier die Map komplett anders ist als in der normalen Kampagne. Das Gute ist, hier gibt es einen Flughafen. Damit ich Grund genug habe, hier auf dieser Karte die Tami-Eagle-Kombination zu spielen. Hier wäre zwar auch eine Sonja-Kanbei-Kombination ganz gut, vor allem wegen Sonja. Ihr Kriegsnebelsicht ist hier nämlich verdammt praktisch. Allerdings können wir das auch mit Tami und Eagle machen. Tauschen wir die beiden lieber mal. Brauchen wir jetzt nicht so unbedingt, das haben sie ja sowieso schon genug, weil die beiden ja zusammenspielen. Reicht ja aus, gibt 15% extra Glück, weil sie 3 Sterne haben. Und bin gerade überlegen, wer ist denn hier eigentlich als Co. noch
Naja. Auf jeden Fall mit plus 2 Sicht im Kriegsnebel kommt man schon ganz, ganz gut klar. Ein bisschen rumspähen. So. Erstmal ein paar Infanterie machen. Müssen die erstmal wieder ein bisschen besetzen. Ach ja, ja, der dann spähen bald. Gute Sack. Ein Schlachtschiff ohne Munition. Ja, die Artillerie da oben bewacht ja das Ding da. So. Dann holen wir uns doch erstmal noch mehr Infanterie. Brauchen wir am Anfang ja. Seine Anti-Air. Die will ich aber da nicht stehen lassen. Dafür sind meine Battlecopter mir zu wertvoll. Ja, warum eigentlich nicht? Bei E-Cop, dann gewinnt sowieso der, der zuerst zuschlägt. Dann brauchen wir hier jetzt mal einen Tank. Und nehme ich. Der ist meiner Meinung nach ein bisschen gefährlicher. Dann stellen wir den Mech in den Wald. Das war's eigentlich. Den Rest überlasse ich Igel. Okay. Ein Super Crew Power. Jetzt habe ich aber Angst.
Ach, da ist ja noch dieses Landeboot. Was ist da noch? Das hatten die überall in Wäldern und Riffen versteckt. Das ist ja unglaublich. Warum muss ich ihn jetzt kaputt machen? Da hat er seine Artillerie reingesteckt. Bevor da auch wieder was drin steht. Da steht auch ein Mech drin. Mich ist übrigens potenziell gefährlich für meine Jagdpanzer, also schiebe ich den lieber ab. Da freue ich mich aber, wie ich mich da freue. Dass man die Dinger auch noch einigermaßen gut kontern kann. Lass die Panzer wieder erstmal weiter dort ausruhen. Brauchen wir noch einen B-Copter. Auch wenn ich langsam einen Panzer bräuchte. Ah, aber da kommen wir mit einer Co-Power, das finde ich noch mehr ernst. Noch eine Antenne. Das ist wahrscheinlich die, die er von Anfang an da repariert hat. Wieder abgehauen ist. Wenn ich mir jetzt blöd anstelle, dann glaube ich sogar, dass ich das jetzt gewonnen habe. Aber nur, wenn dort in diesem Wald nichts steht. Wobei, ich komme wahrscheinlich auch da durch. Ich muss aber erstmal eine Tap Power von kriegen. Das sollte allerdings nicht allzu schwer sein, wenn man das hier macht. Könnte man zumindest meinen. Bitte sag, dass das reicht. Jawohl. So. Ja, ich habe freie Bahn und habe gewonnen.
Na dann. Checkmate. Service direkt zum Hauptquartier geliefert. Mal alle ihre Einheiten. Fertig. Aber gut genug für einen S-Rang.